Hallihallo, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Food Hall. Diesmal wieder mit mir. Also diese Woche bin ich wieder in der Reihe. Und wir waren eben einkaufen. Wir waren diesmal wieder bei Kaufland. Und wir haben vorneweg gesagt 46 Euro ausgegeben. Diesmal ein bisschen mehr, denn wir haben eine Special-Sache gekauft, die wir uns ausnahmsweise mal gegönnt haben. Und wir haben dann nur noch ein paar Sachen auf Vorrat gekauft, wie immer also. Also war es diese Woche ein wenig mehr als sonst, aber dennoch, wenn man die Sachen abzieht, genauso wie sonst. Also hat sich nichts verändert. Ohne lang zu schnacken, fange ich jetzt mal an. Wie immer haben wir einmal Toast gekauft. Dann haben wir eigentlich auch wie immer eine Gurke. Dann habe ich mir zweimal ein Softpudding mitgenommen. Einmal Schoko und einmal Vanille. Dann war bei Kaufland der Milchreis im Angebot. Jessie hat sich einmal normalen Milchreis mit Vanille genommen. Und ich habe mir mal diesen neuen, glaube ich. Also ich habe den bis jetzt nur irgendwo im Internet gesehen. Also noch nicht in einem Laden. Diesen Schokomilchreis mit Vanillesoße, da bin ich mal mega gespannt drauf. Dann waren vorne bei Kaufland noch viele Sachen runtergesetzt. Und da waren auch einige Grillsachen runtergesetzt. Und da habe ich mir so einen Grill und einen Backofenschwamm mitgenommen. Die waren dafür 50 Cent. Also alles war praktisch auf 50% reduziert. Da habe ich mir die zwei Dinger mal mitgenommen. Jessie hat sich außerdem noch von den Joghurts hier so ein Fruity Moments. Also ich denke mal, das ist sowas wie, wie heißen die Dinger? Fruchtgarten, irgendwie so Obstgarten von der Kaufland Eigenmark. Einmal Pfirsich Maracuja. Und sie hat einmal ein Minimaus-Joghurt mitgenommen. Das ist so ein Erdbeer-Joghurt mit Schoko-Knusperherzen, die in einer weiß-pinken Glasur sind. Aha. Da bin ich mal gespannt. So, dann habe ich mir einmal einen Fleischsalat mitgenommen. Bei diesen reduzierten Sachen war einmal eine Zwiebelwurst und Jessie hat sich eine Bärchenwurst mitgenommen. Ich bin zwar kein Fan von, aber dieses Mal kam einmal Rosenkohl mit, denn wir machen diese Woche ein Gericht und da denke ich mal, werde ich sogar wahrscheinlich sehr gerne Rosenkohl essen, weil dazu passt der sehr, sehr gut. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt drauf. Dann haben wir noch einmal Schinken. Das ist auch für ein Gericht diese Woche. Ich habe mir noch einmal einen Schinkenspicker mitgenommen. Der war im Angebot. Und einmal, die hatten wir auch schon ewig nicht mehr, eine Käsepastete. Und wie ihr schon gesehen habt, liegt hier eine Packung Penne. Der Vorrat wird wieder ein bisschen aufgestockt. So, dann haben wir hier einmal zwei Maggi-Fix-Tüten für Bauerntopf. Wir haben einmal Gouda Jung mitgenommen. Und Jessie wollte eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Lidl gibt es so eine Käseplatte aus dem Allgäu. Und eigentlich wollten wir deswegen extra in den Lidl fahren, aber dann haben wir uns doch dagegen entschieden. Und Jessie hatte sogar einmal Glück, weil der war bei Kaufland im Angebot und dann hat sie sich auch so einen mitgenommen. So sieht das aus, so eine Käseplatte aus dem Allgäu. Und da ist einmal so ein Klassik-Schnittkäse mit dabei, ein geräucherter und ein Charakter. Dann haben wir einmal hier kleine Roma-Tomaten. Und wir haben einmal die Bizzell-Margarine mitgenommen. Jessie mag die sehr, sehr gerne und die war diesmal bei Kaufland im Angebot. Einmal 7% Sahne zum Kochen ist mitgekommen. Dann haben wir hier noch einmal ein Sonnenblumenkernbrot. Einmal einen geriebenen Käse. Dann haben wir zweimal Tortellini mitgenommen. Tortelloni? Ja, das sind Tortelloni. Ich habe absolut keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Tortelloni und Tortellini ist. Ich glaube, die Tortellini sind kleiner als die Tortelloni und das ist ziemlich viel Tortellini und Tortelloni in einem Satz. Und ich höre jetzt auf, Tortellini oder Tortelloni zu sagen. So, Tortelloni mit Fleisch und mit Tomate. So, dann haben wir dreimal Hackfleisch mitgenommen, denn das war wieder 30% billiger. Dann haben wir für heute zweimal Champignons, zweimal 1,5%ige Milch. Jessie hat sich mal wieder ein Glas Gurken mitgenommen, und zwar diesmal feinwürzige Partygurken. Dann haben wir hier noch einmal Salami und einmal ein Kräuterfrischkäse. Dann haben wir hier Bananen, leckere Bananchen. Dann haben wir einmal für ein Gericht Kassler mitgenommen, eine Paprika. Und dann haben wir eine Orangene mitgenommen. Dann noch für den Nudelvorrat einmal Spaghetti.
So, jetzt kommen wir zu einem heiklen Thema. Und zwar, da Jesse und ich uns nie auf eine richtige Apfelsorte einigen können, haben wir das diesmal so gelöst. Jeder nimmt seine eigene, die er mag. Und ich habe mir hier, wie man natürlich erwarten könnte, einen Pink Lady Apfel mitgenommen. Und Jesse hat sich einen Apfel, der heißt der, also zwei Stück hat sie mitgenommen. Und da stand so charmant auf dieser Preistafel die etwas andere Sorte. Da bin ich mal sehr gespannt darauf, wie dieser Apfel schmecken wird. Und jetzt kommen wir zu diesem sagenumwobenen Teil, dass wir uns diese Woche ausnahmsweise mal gegönnt haben. Und da freue ich mich persönlich und Jesse, glaube ich, auch mega drauf, denn wir hatten das ewig nicht mehr. Wir haben einmal Lachs mitgenommen, das wollte ich dazu sagen. So, dann kommen wir auch direkt schon zum Essensplan für diese Woche. Und zwar gibt es heute einmal Spaghetti Bolognese. Morgen gibt es, wie schon gesagt, habe ich glaube ich schon eben erwähnt, diesen Bauerntopf. Am Freitag gibt es dann den High-End-Lachs mit Ofengemüse. Und am Samstag wird es dann die Tortellini à la Panna geben, also mit einer Sahne-Schinkensoße. Am Sonntag, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da gibt es einen Rosenkohlauflauf mit Kassler. Und am Montag machen wir Raclette. Und dann würde ich auch sagen, dass es das schon für diesen Food Hall gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.